So, in diesem Video schauen wir uns an, was die Entscheidungsmatrix ist und wie ein Beispiel dazu aussehen könnte. In einer Entscheidungsmatrix geht es natürlich nur um eine Entscheidung. Hier haben wir 1:1 die Entscheidungsmatrix aus dem Skript und wir gehen einfach mal alles nach und nach durch. In der ersten Spalte haben wir die unterschiedlichen Aktionen, die uns zur Verfügung stehen. Wir nennen die Aktionen ganz allgemein a, klein a, wobei der Index von 1 bis m geht, also 1, und der letzte ist dann a, m, klein m, und ganz allgemein wird der Index mit i bezeichnet, und dazwischen sind alle weiteren Werte. In der ersten Zeile haben wir dann die nächste Überschrift, das sind dann die Zustände, das sind die verschiedenen Umweltzustände, die in unserer Entscheidungssituation eintreten können. Wir nennen diese Zustände klein z und indizieren die von 1 bis n, also ist der erste Zustand, der eintreten kann, ist z1, geht bis zn, also klein n. Dazwischen sind alle möglichen und ganz allgemein ist der Index mit j bezeichnet. So, und in den einzelnen Zellen der Tabelle ergeben sich dann verschiedene Kombinationen von Aktion und Zustand, die dann mit einem bestimmten Ergebnis verbunden sind. Zum Beispiel bei Aktion 1 und Zustand 1 ergibt sich dann eben ein bestimmtes Ergebnis. Das hat auch einen Index, nämlich an 1,1, wobei die erste 1 von der Aktion kommt und die zweite 1 von dem Zustand. Und die Abkürzung für das Ergebnis ist natürlich klein e. Und das geht dann so weiter, bis hier dann emn steht und so weiter. Hier ist dann eij und so weiter und so weiter. Das Wichtige ist, jede Kombination von Aktion und Zustand führt zu einem bestimmten Ergebnis. Und wie Sie wissen, stiften die Ergebnisse an sich ja keinen Nutzen. Und um herauszufinden, wie die Entscheiderin diese Ergebnisse denn überhaupt findet, die realisiert werden, müssen wir die Ergebnisse dann also noch mit einer Nutzenfunktion bewerten, was dann in der letzten Spalte geschieht. Und zwar haben wir dort den Nutzen formuliert in Abhängigkeit der jeweiligen Aktion, denn das ist ja der Entscheidungsparameter der Entscheiderin. Also wenn die Entscheiderin sich für Aktion 1 entscheidet, hat sie ganz allgemein gesprochen den Nutzen dieser Aktion. Und diese Aktion ist halt verbunden mit verschiedenen Ergebnissen, nämlich e11 und so weiter bis e1n. Und wie diese verschiedenen Ergebnisse dann gewichtet werden in der Nutzenfunktion, hängt dann von der konkreten Entscheidungssituation ab. Normalerweise definiert man dann für jeden Umweltzustand eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit und diese Wahrscheinlichkeiten fließen dann auch in die Berechnung des Nutzens mit ein, ganz klar. Und für jede Aktion kann dann ein bestimmter Nutzen berechnet werden und je nachdem, was für ein Nutzen dann rauskommt, können wir uns dann für eine bestimmte Aktion entscheiden, weil da der Nutzen am höchsten ist. Und das ist im Grunde genommen die Entscheidungsmatrix. Ich kann Ihnen das auch nochmal sauber zeigen. Sieht dann so aus, das haben Sie auch im Skript oder im Lehrbuch. Mir fällt gerade auf, hier auf der getippten Tabelle ist noch ein kleiner Fehler drin. Den lasse ich einfach mal drauf und lasse Ihnen die Aufgabe, dass Sie sie finden. Einfach das Video jetzt anhalten und suchen. Ist nicht schwer zu finden. Und wir schauen uns jetzt dann nochmal ein Beispiel an. Ein ganz kleines Beispiel, wie eine Entscheidungsmatrix konkret aussehen könnte. Sie sind Projektleiter und Ihnen fehlt noch ein Mitarbeiter für das Projektteam. Zur Auswahl stehen genau zwei Leute. Kandidat A arbeitet solide und zuverlässig, kommt aber mit Krisen in Projekten nicht sonderlich gut zurecht. Dann haben wir noch Kandidat B, arbeitet relativ unzuverlässig, standardmäßig, hat aber gezeigt, dass er bei Projekten in Krisenzeiten besonders gut helfen kann. Wir haben hier also als Projektleiter zwei Aktionen zur Auswahl. Entweder den A rekrutieren oder den B rekrutieren. Die verschiedenen Zustände, die hier relevant sind, sind auch zwei. Entweder läuft das Projekt ohne Krise, also ganz normal, oder das Projekt verläuft mit einer Krise. Okay? Das Ergebnis könnte dann ganz pauschal der Gewinn sein, in irgendeiner normalisierten Form, also der Gewinn, der aus dem Projekt realisiert wird.
Wie könnte das aussehen? Klar ist, dass wenn wir den A rekrutieren und das Projekt ohne Krise verläuft, der Gewinn ganz gut sein sollte, weil er ja sehr zuverlässig arbeitet. Das könnten wir sagen, zum Beispiel 8 auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn wir dagegen den A rekrutieren, aber das Projekt verläuft mit Krise, kann es sein, dass das ganze Projekt ein Misserfolg wird und entsprechend der Gewinn sehr gering ausfällt, zum Beispiel 0. Wenn wir jetzt den B rekrutieren und das Projekt ohne Krise verläuft, können wir das Projekt auch einigermaßen erfolgreich abschließen, aber mit weniger Gewinn, als wenn wir A rekrutiert hätten, weil der ja im Normalfall zuverlässiger arbeitet. Also sagen wir zum Beispiel 6. Wenn wir jetzt, dann bleibt nur noch ein Fall übrig, nämlich dass wir den B rekrutiert haben und das Projekt verläuft mit Krise, dann wird das Projekt immer noch einigermaßen erfolgreich abgeschlossen, weil wir den Krisenchampion haben, B, zum Beispiel mit 5. Muss ja ein bisschen weniger sein als ohne Krise. Und wie wir die Sache jetzt bewerten und letztendlich entscheiden, hängt ab von zwei Sachen, die wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, nämlich die funktionale Form der Nutzenfunktion und die Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Zustände. Der Einfachheit halber könnten wir ja sagen, dass der Gewinn 1 zu 1 in Nutzen übersetzt wird, also der Nutzen des Gewinns ist ganz einfach der Gewinn. Okay, das ist die einfachste Form, das einfach proportional zu benutzen. Und der Einfachheit halber können wir sagen, die beiden Zustände treten mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein. Also die Krise tritt mit 50% Wahrscheinlichkeit ein und die Situation ohne Krise dann entsprechend auch mit 50% Wahrscheinlichkeit. Für Kandidat A haben wir dann also im ersten Zustand einen Gewinn von 8 und das tritt ein mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, schreibe ich mal so. Und im zweiten Fall, der auch mit Wahrscheinlichkeit 50% eintritt, haben wir dann einen Gewinn von 0. Und dann bilden wir einfach hier so eine Art gewichteten Durchschnittswert, gewichteten Durchschnitt und erhalten dann eben insgesamt 4 als Nutzen, weil wir ja gesagt haben, die Nutzenfunktion ist einfach gleich der Gewinn. Für B können wir das gleiche machen. In der ersten Situation ohne Krise, die mit Wahrscheinlichkeit 50% eintritt, haben wir einen Gewinn von 6. In der zweiten Situation, die auch mit Wahrscheinlichkeit 50% eintritt, haben wir einen Gewinn von 5. Und das müsste dann 5,5 ergeben. So sehen wir dann eben, wenn wir die Nutzenfunktion so annehmen, wie wir sie hier angenommen haben und die Wahrscheinlichkeiten so einschätzen, wie wir sie eingeschätzt haben, was natürlich von der konkreten Situation abhängt und auch von ihren Präferenzen oder eher den Vorgaben des Managements, dann würde sich ergeben, dass wir uns rationalerweise für Kandidat B entscheiden sollten, obwohl der im Durchschnitt zwar unzuverlässiger arbeitet, aber dadurch, dass hier eben die Krise relativ mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, nämlich 50%, sind wir auf der sicheren Seite, den Kandidaten B zu benutzen.